Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen bei Dialog. Mein Name ist Larissa Zitzener. Diese Sendung können Sie sich jeden Monat ansehen. Die Gäste des Dialogs sind Musiker, Künstler, Wissenschaftler, Lehrer. Heute ist unser Gast Geigensolist und erfahrener Pädagoge Rostislav Golod. Rostislav, ich begrüße Sie herzlich auf unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Dankeschön. Rostislav, Sie sind in einer musikalischen Familie geboren und herangewachsen. Erzählen Sie bitte von Ihrer Familie. Welchen Einfluss hatte Ihre Familie, Ihre Mutter und Ihr Vater auf Ihre musikalische Entwicklung? An welchen Eindruck aus der Kindheit erinnern Sie sich bis jetzt? Ich habe musikalische Familie, das ist richtig. Ich habe zwei Brüder, Pianisten, Mutter und Tante und auch Oma. Alle hat gespielt Klavier und hat auch unterrichtet Klavier. Waren erfahrene Pädagogen. Ich habe auch angefangen mit Klavier, 2 Jahre alt. 6 Jahre alt habe ich Geigen gefangen. Und das war geplant erstmal als ein Hobby. Mhm. Aber das war glücklicherweise so, dass ich bin doch Geiger geworden und Klavier ist mein Hobby jetzt. Ja, da sind Sie ein einziger Geiger in der Familie. Genau. Ja, beide Brüder, die in Israel wohnen, sie sind Pianisten, ja. Großmutter, also ihre Mutter, Clara Grinstein, also alle sind Pianisten. Da sind Sie eine Klavierdynastie. Ja. Rostislav, an welchen musikalischen Eindruck erinnern Sie sich bis jetzt? Hauptindruck, das war Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. Beide Instrumente, also Geige und Klavier. Ich war voll begeistert. Wie alt waren Sie damals? Ich war 6 Jahre alt. Mhm. Und ich wollte natürlich so gut spielen, wie dort erste Preisgewinner. Mhm. Also Klavierkonzert auf Tschaikowski-Klavierkonzert auf Klavier und Geigenkonzert auf Geige. Klavier habe ich nicht so weit geschafft, aber Tschaikowski-Violinkonzert habe ich doch als Student später gespielt. Und welche Musiker haben Sie damals auf der Bühne gesehen? Wer waren das? Das war Stadler, mhm, erster Preis. Geiger, ja? Geiger, Mulova. Виктория Мулова. Виктория Мулова и Плетнев, das war erster Preisträger auf Klavier. Mhm. Jetzt sind diese Musiker, also Star-Musiker ja. geworden. Und dann traten Sie in die Musikhochschule in Sankt Petersburg. Ja. Und das ist eine berühmte Musikschule namens Rimsky-Korsakow, die im Jahre 1862 gegründet war. Wie verlief dieses Studium, diese Zeit im Konservatorium in Sankt Petersburg? Das ist die älteste Musikhochschule in Russland. Also das ist 4 Jahre älter als Moskau-Konservatorium. Ja. Mhm. Und dort erste Professorin war Winiawski, ganz berühmter Geiger. Mhm. Danach war sehr berühmter Lehrer Auer. Mhm. Er hat so berühmte Geiger wie Heifetz. Also mhm. ich war gleich in der Musikhochschule wie Jascha Heifetz. Mhm. Was gehört zu meiner Biografie? Ich habe dort gespielt meine Lieblingswerke, so wie Tschaikowski-Violinkonzert, Hatschaturian-Violinkonzert mhm. und Paganini-Violinkonzert. Mhm. Deshalb, das war natürlich für mich sehr interessant. Also das, wie hat das Studium in diesem Konservatorium Ihr musikalisches Leben geprägt? Mhm. Ну,
вы, наверное, вспоминаете это время с любовью. Erinnern Sie sich an diese Zeit, die Zeit der Jugend mit der Liebe? Ich denke, das war nicht meine Lieblingszeit, weil Lehrer war nicht die beste Zeit. Nicht die beste Zeit, nein? Weil beste Zeit war danach. In Südkorea, das kann ich erzählen auch. Musikhochschule war zu wenig Unterricht für mich, weil ich war Fernost, Fernausgebildete. Also das nach einem anderen Programm ein ja, wenig. Also ja? Das war circa nur 3 Treff pro 6 Monate. Und das muss ich natürlich kritisieren. Ja, das war zu wenig ja, für einen Musiker. Und, welche Werke haben Sie gespielt? Haben Sie schon gesagt? Ja. Was war im Programm? Ja, das war Tschaikowski, Chaturian, Paganini. Also diese 3 berühmten Konzerte habe ich dort gespielt. Welche berühmten Leute haben Sie damals begegnet im Konservatorium oder später? Welche berühmte Musiker vielleicht? Ja, Professor Nathan Perelman. War also eine hervorragende Persönlichkeit. Ja, er war auch Lehrer meiner Tante, deshalb hatte ich Glück im Treffen. Also dieser Tante, sie heißt Svetlana. Ja, ja, Svetlana Grinstein. Svetlana Grinstein, und sie unterrichtet jetzt am Konservatorium in Jerusalem. Ja, ja, genau. Und das war ganz interessant für mich, weil er war schon 90 Jahre alt, trotzdem war es mit perfekter Form. Er hat gespielt Hummelflug von Rimsky-Korsakow auf Klavier. Ja, war in einer guten Form, ja. Ja, das war. Und wann begannen Sie in Korea als Musiker tätig zu sein? In 1995, das war schon nach der Musikhochschule, waren in Südkorea. Ich war dort Konzertmeister. Von Orchester und auch Solist. Ich habe Solo gespielt mit Orchester Zigeunerweisen Sarasate. Also Geigensolist. In welcher Stadt war das? In der Seoul. Ah, Seoul. Hauptstadt Seoul. Aber wir haben gereist in ganz Südkorea. Busan und alle anderen. Also war es interessant, eine interessante Reise. Das war sehr interessante Zeit. Eine sehr exotische Welt damals. Ja, genau. Ich habe gelernt auch Buchstaben koreanische und Leute waren begeistert, dass ich kann lesen auf Koreanisch. Ich konnte nicht verstehen, aber macht nichts. Sie dachte, ich verstehe auch alles. Ja, das war für Sie damals interessant. Und Rostislav, im Jahre 1997 ja. Ja, hat Ihre Familie beschlossen, nach Deutschland auszureisen. Und da begann Ihre musikalische Konzerttätigkeit und pädagogische Tätigkeit hier in Hamburg. Wohin führten Sie Ihre Konzertreisen? Ich war hier in Deutschland. Ja, ich war mit Orchester in USA. Das war sehr interessant für mich, mit Hamburger Symphoniker. Wir waren von ganz Norden, wo es minus 26, das war Februar, bis Florida, wo war plus 26. Also, und das alles innerhalb 2 Wochen. Amerika ist riesengroß, ja. Da kann man sehr viel sehen. Das war sehr interessant für mich, obwohl ganz wenig freie Zeit. Trotzdem, ich habe New York gesehen. Das war auch für mich ganz toll. Und zweite Reise war nach Thailand mit Thüringen Philharmonie. Auch ganz exotisch und interessant. Mit goldenen Buddha. Ja, mit also dann außer den Konzerten könnten Sie viel Interessantes sehen. Ja? Ja. Also es ist auch ein sehr interessantes Land. Ja. Haben Sie dort die Leute, die Musiker auch gut kennengelernt? Irgendwelche, also no, ich weiß nicht, bekannte Musiker oder... Das war ganz kurzfristig, das kann man nicht schaffen. Da war es unmöglich. Ja. Dann Rostislav, Ihre pädagogische Tätigkeit ist für Sie auch ein sehr wichtiges Bereich. Und wann begannen Sie eigentlich zu unterrichten? Ihre Kenntnisse den Kindern zu vermitteln? Ja, das war ich noch Student seit 1990. Ich unterrichte immer gerne. Das macht Spaß,
weil ich sehe Entwicklung. Und für mich überhaupt, das ist ein Wunder, wenn kommt ein Mensch, welcher hat nie Geige gespielt und dann plötzlich kann das. Also das ist für mich ein Wunder, wenn er kann nach einer Stunde plötzlich schon ein Instrument spielen, was er konnte früher nicht. Und dann, ich kann beobachten diese Entwicklung, das ist egal, ob das Vorgeschrittene oder Anfänger. Es ist immer interessant, wie ein Mensch geht weiter. Und ich hatte jetzt zum Beispiel in Deutschland eine Schülerin schon 7 Jahre lang bei mir. Sie hat von Null angefangen und jetzt spielt so berühmte Sachen wie Meditation Massenet. Ja, natürlich, das ist ein großes Glück, solche musikalische Entwicklung zu beobachten. Und Rastislav, es ist sehr wichtig, technisches Können den Kindern beizubringen. Es ist schwierig vielleicht, aber es ist interessant. Ja? Und was benutzen Sie? Also was benutzen Sie? Welche Methodik, um das den Kindern beizubringen? Ja, mein Ziel ist helfen. Also Lehrer kann nicht Wunder machen. Wenn Schüler übt gar nichts oder will gar nichts, das passiert auch manchmal. Mama will und Kind sagt, und nein, ich will nicht. Dann leider kann man Wunder nicht passieren, er spielt doch nicht. Aber ich versuche immer kürzeste Weg zeigen und dann er kann sehr viel Zeit sparen. Also wir müssen mit Kopf arbeiten und analysieren, was nicht geklappt und warum nicht geklappt. Und wenn ich kann das sagen, dann in 2 Minuten klappt, was bei mir manchmal 2 Jahre nicht geklappt. Weil ich habe nur wiederholt und mein Lehrer hat sehr selten mir erklärt, warum das klappt nicht bei mir. Ich hatte leider Lehrer, welche immer sagen, das muss auf Uhren gucken und 3 Stunden üben. Aber wichtig ist nicht, wie viel Zeit du übst, wichtig ist, wie du übst. Ja, und wichtig ist, das zu verbinden. Ja, nicht nur theoretische, also diese theoretische Regeln, ja, sondern auch Praxis. Ja, sie zeigen unmittelbar den Kindern, was sie machen müssen. Und Rastislav, es gibt begabte Kinder, es gibt hochbegabte Kinder und es gibt durchschnittliche Kinder. Aber alle Kinder haben, aber die Eltern wollen manchmal unabhängig von der Begabung, damit das Kind etwas, also nicht etwas, sondern also die Musik doch kennenlernt. Und das ist gut. Was ist für Sie natürlich leichter, mit den begabten Kindern zu arbeiten? Ja, natürlich, dass minimale Begabung notwendig. Also wenn, das ist selten, aber wenn Kind hört gar nichts, Unterschied zwischen zum Beispiel, das ist musikalische Termine, Cis und C, ich kann das zeigen, dann kann leider nichts machen dazu. Also wenn es überhaupt musikalisches Gehör fehlt oder minimal ist. Ja, so. Das gibt Leute, welche hört mehr, welche hört weniger. Aber mindestens etwas muss unbedingt hören. Eine Grenze muss sein. Also ich habe gekämpft 2 Jahre lang mit einem Kind, welche danach... Gekämpft oder unterrichtet. Genau. Welche hört einfach keinen Unterschied zwischen Cis und C. Wir haben Hänschen klein gespielt. Und schon 2. Note war zu tief immer. Und ich habe 2 Jahre lang mit großer Geduld gesagt, 2. Finger höher. Er hat ein bisschen korrigiert, trotzdem war falsch. Dann, nach 2 Jahren, dieser Kind hat mich gefragt, warum muss ich 2. Finger hören? Dann habe ich verstanden, er hört keinen Unterschied. Und dann muss ich leider Unterricht aufhören. Und auch witzige Fälle gibt es zum Beispiel, wenn eine ziemlich begabte Mädchen hat Murmeltier Beethoven gespielt. Hier gibt es kleine technische Probleme, das Abstrich hat mehr als Aufstrich. Und deshalb sie hat so gespielt. Und das ist natürlich lächerlich und witzig, aber nach meiner Korrektur, das war wieder alles in Ordnung. Das ist sehr wichtig, ja, also diese Methodik. Ja, ich wollte noch zeigen, wie kann man ganz schnell und kurz beibringen, guten Klang für Geige. Das ist auch ganz wichtig. Ja, der Klang ist ein großes Problem, also, ja? Genau, also viele Kinder spielen mit schlechtem Klang, so ungefähr.
warum? Zu weit von Steck und zu langsam. Mhm. Wenn ich sage, das muss hier sein und schneller bogen, dann passiert Folgendes. Und das bedeutet, es klingt schon ganz anders, das so klingt poetisch. Schon ganz anders, ja. Genau. Und ich erzähle auch, wie wichtig, also das ist mein Lieblingsstück, ich mag diese Massenmeditation, wie wichtig schon erste Note so spielen, das Publikum will weiterhören. Das muss blühende quasi Sonne. Also die sie bemühen sich also sofort die Aufmerksamkeit genau. der Zuhörer zu erwecken. Ja, ja? Genau. Momentan, ja, ja. Da werden alle Zuhörer weiter, genau. weiter sehr spannend Richtig, hören ja. und nicht schlafen. Genau, ja? Oder genau. Dann ich erzähle, wie wichtig diese erste Note. Sie muss quasi wie Sonnenaufgang sein. Ja? Also wachsen und nicht einfach so spielen. Nee. Dann ist schon lebendig. Ja, ja. Und das macht Spaß, wenn ich kann sehen, plötzlich wie Schüler, bei Schülern klappt das. Ich habe schon ziemlich viele Leute, welche hat wirklich gut diese Meditation gespielt. Ja, das ist also, und es ist wichtig, nicht nur technisches Können, ja. sondern auch diese poetische Dimension. Genau. Ja, es ist sehr wichtig, so die Seele einzuhauchen. Ja, ja? Und ja. da klingt alles so zauberhaft. Und ich versuche immer ein Bild malen, wenn romantische Musik auf jeden Fall. Ich spiele ja. dann, irgendwelche muss das Bild oder Kino vorstellen. Ja? Also irgendwelche Wellen, Meer oder Sonne. Aufgang. Ja. ja, etwas Poetisches. Ja. Und da es ist also gut, wenn Ihre Schüler auch die Ausstellungen von verschiedenen also Künstlern besuchen und Malerei ja. und Literatur auch ja. Also ja. erlernen. Eigentlich alle Arten der Kunst sind verbunden. Rastislav, Ihre Mutter Klara Grinstein, sie ist eine bekannte Pianistin und war in St. Petersburg. Und hier ist sie auch bekannte Pianistin und Pädagoge oder Pädagogin. Und sie hat viele Bücher geschrieben über ihre Familie, über ihre Dynastie. Das Buch heißt Das Licht, das in die Zukunft scheint und viele anderen. Unter diesen Büchern hat sie auch viele methodische Lehrbücher, also zum Unterricht geschrieben. Benutzen oder es ist also für Klavier, ja, aber mhm. sie spielen Klavier auch, ja? Ja, und Unterricht geben sie nicht nur für Geige, sondern ja. für Klavier. Genau. Benutzen sie die Lehrbücher ihrer Mutter? Ja, ich benutze diese Bücher. Früher dachte ich, ich kann ohne diese Bücher machen, aber mit diesen Büchern doch interessanter. Aber mit der Zeit, ja. Ja, ich habe jetzt Vertretung auf Klavier und als Klavierlehrer, weil einer hat kleine Baby gekriegt. Und komischerweise, Schüler ist voll begeistert. Also sogar mehr begeistert von mir als Klavierlehrer, als meine Schüler als Geigenlehrer. Weil vielleicht weil sie nicht so große ja, Anforderungen genau, vielleicht richtig, ja. an sie stellen. Ja. Ja? Da sind die Eltern, einige Eltern auch zufrieden. Ja, ja. ja. Ja, das ist interessant. Und Rastislav, was Neues haben Sie erfahren? Ich meine, in Ihrem Beruf, in diesem Bereich. Ja, das ist auch ganz interessant für mich. Nach dem Studiumzeit, ich habe sehr viele neue Werke gelernt. Ich habe nie gespielt Meditation Massenet. Jetzt, das ist mein Lieblingsstück. Ich habe nie gespielt früher Kabalewski-Violinkonzert. Jetzt habe ich mit meinen Schülern das geübt und jetzt kann ich das auch spielen. Mhm. Und Frank-Violinsonate, diese berühmteste Sonate für Violine. Ich habe nie gespielt in Studiumzeit. Jetzt, am Sonntag, spiele ich das endlich. Warum endlich? Das Schwerste war, einen Pianist zu finden, weil das ist sehr schwer,
auf also Klavier. Diese Begleitung ist sehr schwer. Auf Geige das ist nicht so schwer. Also Partie vom Klavierspieler ist kompliziert. Ja, und das einverstanden nur Pianisten, welche hat das früher gespielt. Mhm. Pianistin, welche hat das nie gespielt, sagte, oh nein, das muss ich zu lange üben. Und immer do, also es wäre besser, damit do das harmonisch klingt, mit dem Pianisten. Ja, das ist eine Voraussetzung, also um alles gut klingt. Ja, ja. Also in ganz Hamburg hatte ich nur 3 Pianisten gefunden, welche kann diese Sonate begleiten. Rastislav, Sie konzertieren auch. Ja? Was gehört zu Ihrem Repertoire? Also welche Musik spielen Sie? Welche Musikwerke? Welche Komponisten ziehen Sie vor? Meine Lieblingskomponist ist Tschaikowski und romantische Komponisten, so wie Brahms, gerne Scherzo von Brahms, Scherzo von Brahms. Spiele ich dann natürlich Chopin, leider das auf Geige kann man nicht spielen, nur hören. Klavierkonzert. Ja, Klavierkonzert natürlich. Genau. Also das ist für Pianisten. Chopin leider hat nur für Geige, für Klavier geschrieben, aber manchmal das kann man ein Orchester begleiten. Griek-Klavierkonzert auch mag ich, wer noch? Rachmaninov natürlich, klar. Ja? Also Tschaikowski, Rachmaninov, Grieg, das ist meine Lieblingskomponistin. Ja, das ist eine sehr schöne Musik. Rastislav, am Ende der Sendung wird Video gezeigt und dort ist Ihr Spiel aufgenommen. Sie tragen also das Werk von Mostras, und zwar orientalischer Tanz. Ja, was bedeutet für Sie Musik von Mostras? Also spielen Sie das gern? Ja, ich spiele das gerne noch von Musikschule und bis heute. Das leider nur ein Stück, also ein Werk von Mostras gibt es so Art, sonst er hat sehr viele Etüden. Aber dieses Stück ist unbekannt in Europa, aber war gut bekannt in Russland. Und gibt es also viele Stücke, welche hier nicht so populär, aber war sehr populär dort. Mhm. Aber Konstantin Mostras ist eine hervorragende Persönlichkeit. Er war Professor des Moskauer Musikhochschule und hat nicht nur sehr wunderbar viele Werke aufgeführt, sondern auch war ein glänzender Pädagoge und hat auch viele Lehrbücher, Lehrbücher geschrieben. Und seine Musik ist auch bekannt. Rastislav, wie meinen Sie die Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg? Was gibt das? Also natürlich für Touristen ist es sehr gut, aber für uns, für diejenigen Anhänger der Musik, die in Hamburg und in Deutschland wohnen, was gibt diese neue Elbphilharmonie? Welche Möglichkeiten? Ja, Elbphilharmonie natürlich, das ist gute Sache, ich kann nichts sagen anders. Aber ich möchte nicht nur für Gebäude Geld wird investiert, aber auch für lebendige Musiker. Ich weiß, wie schwierig die Situation zum Beispiel war in Hamburger Symphoniker oder in anderen Privatorchester. Und, damit alle also die Möglichkeit hätten, dort ihre Konzerte dort aufzutreten. Ja. Nun, leider nähern wir uns schon dem Ende unserer Sendung. Jetzt einige Blitzfrage. Sagen Sie, Rastislav, wenn Sie eine schlechte Laune haben, wer aus Ihrer Umgebung kann Ihre Laune verbessern? Meine Kinder zum Beispiel. Sonst immer, wenn ich kommuniziere mit Leuten, ich habe immer gute Laune. Schlechte Laune nur, wenn ich bin allein. Na, da sind Sie ein glücklicher Mensch. Rastislav, haben Sie nie bereut, dass Sie Musiker sind, dass Sie diesen Beruf gewählt haben? Nee, ich wollte immer Musiker bleiben. Und ich mache bis heute mit großem Vergnügen diese Arbeit.
wenn zum Beispiel Sie die Möglichkeit hätten, zu Ihrem Geburtstag oder zu dem Neujahr eine berühmte Persönlichkeit einzuladen, wen möchten Sie sehen an Ihrem Tisch? Bestimmt ein Musiker. Einen Musiker, ja? Ja, entweder Pianist oder Geiger am besten. Aber ganz genau kann ich nicht sagen. Also dann, Rostislav, sagen Sie bitte noch, welche Konzerte haben Sie schon in dieser Zeit? Ja, gerade diesen Sonntag bei Tarpenbergstraße 107. Ich spiele Frank-Violinsonate, war schon gesagt. Dort auch mein Neffe spielt Klavier. Ah, Daniel Golot. Auch ein sehr begabter junger Pianist. Ja, also wenn jemand hat Lust, uns zu hören, dann bitteschön. Und im März habe ich ein Konzert in jüdischer Gemeinde. Das ist 19. März. Ja, da also steht auf Ihrem Programm sehr vieles. Sonst, ich bin im Orchester, das ist sehr viel. Das ist jede Woche ein Ballett oder ein Oper und so weiter. Dann, Rostislav, ich wünsche Ihnen alles Gute, viele Erfolge. Und was können Sie sich selbst wünschen? Что вы желаете самому себе? Gute Schüler. Gute Schüler. Gute begabte Schüler. Nun, ich danke Ihnen für das Gespräch. Heute war bei Dialog Geigensolist Rostislav Golot. Unsere Sendung ist zu Ende. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke für das Interesse. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.